In dem heutigen Video geht es um den Routenhalter von RayBlazer. Und zwar gibt es hier drei verschiedene Varianten hier in meiner Hand. Und es kann manchmal kompliziert sein, weil man halt als Käufer natürlich wissen möchte, was ist genau der Unterschied oder besser gesagt, welche Route ist genau für meinen Zweck die geeignete. Damit man das einfach mal aufklärt, also wenn du vor einem Problem stehen solltest, dass du eine Route an deinem Boot befestigen willst, dann ist dieses Video sehr hilfreich für dich, um die richtigen Routenhalter zu wählen. Im Grunde ist der Rodholder 2, der hier, das ist im Grunde der allererste Routenhalter von RayBlazer, der auf den Markt kam. Und das ist auch der, sage ich mal, der am meisten gekauft wird und wo man eigentlich nichts falsch machen kann mit. Und das Besondere an dem ist, was die anderen Routenhalter halt nicht haben, ist dieser Verriegelungsmechanismus. Das heißt, wenn ich die jetzt hier an meiner Bootshalterung einstecke und arretriere und die Route hier reinstecke, dann gibt es hier diesen Verriegelungsmechanismus, also diesen Verriegelungsschieber. Wenn ich den dann geschlossen habe, dann kann die Route hier absolut nicht mehr von dem Routenhalter halt rausfallen. Eine weitere Funktion ist hinten dieser Sperrmechanismus. Das heißt, wenn ich ihn offen habe, dann kann die Route durchrutschen und wenn ich die verschlossen habe, dann blockiert die im Grunde hier an dem Teil hier. Diesen Stoppmechanismus vom Rodholder 2 hat der Rodholder R eben nicht. Das macht das in der Konstruktion etwas günstiger, weshalb der Rodholder R eigentlich der preisgünstigste von allen drei Routenhaltern ist. Also dieser hintere Stoppmechanismus, der wird eigentlich selten benutzt. Also im seltensten Fälle, wenn du jetzt beispielsweise einer bist, wo du sagst, ich brauche diesen hinteren Stoppmechanismus gar nicht, dann ist das eventuell eine Alternative für dich. Ansonsten hat dieser Rodholder R auch nicht diesen Verriegelungsmechanismus. Der hat im Grunde dann so ein Gummiband, was auch hier die Konstruktion günstiger macht und dementsprechend diesen Preisvorteil wir an dich weitergeben können. Das heißt, der Rodholder R ist eigentlich der preisgünstigste Routenhalter. Aber es muss nicht unbedingt sein, dass das ein schlechterer Routenhalter ist, weil dieses Gummiband hat eigentlich auch gewisse andere Vorteile. Das zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar, wenn ich die Route jetzt hier einmal eingesteckt habe, dann kann ich das entweder ganz normal von oben hier verschließen. So. Das Ganze kann ich auch relativ schnell öffnen. Das heißt, wenn ich dann mal beispielsweise jetzt den Fisch an der Route habe, dann kann ich einfach an dem Band hier einmal so knippen und papp, ist das Band wieder geöffnet. Das Band könnte ich dann auch von unten her verschließen. Das heißt, hier an der Route ist ja dieser Rollenfuß. Und wenn ich das Band jetzt hier nach unten drehe, dann könnte ich das auch hier rüber verschließen und dann sitzt die Route auch bombenfest und die Route fällt definitiv nicht ab. Will ich das Ganze wieder lösen, knipse ich hier wieder dran einmal, knack, und die Route ist wieder geöffnet. Also das mit dem Gummi ist wie gesagt wirklich eine reine Geschmackssache, aber mit dem Rodholder R und mit dem Rodholder 2 kann man die Route so verschließen, dass die nicht mehr rausfallen kann, und beim Rodtube geht dieses eben nicht. Ansonsten hat der Rodtube noch hinten so einen Verschlussmechanismus und der Rodholder 2 hat diesen Verschlussmechanismus hinten auch und der Rodholder R hat diesen Verschlussmechanismus nicht. Alles andere ist relativ gleich, also die Routendurchmesser hier, wo die Route reingeht, der Durchmesser ist bei allen drei fast identisch. Also der ist jetzt nicht der irgendwie, dass der schmaler ist für kleinere Routen oder der andere für größere Routen. Ist auch vollkommen egal, was für eine Route du hast, ob du jetzt eine Baitcaster hast, eine stationäre, eine Fliegenrolle. Alle Rollen, alle Angelrouten und Rollen können allen drei Routen halt dann benutzt werden. Und bei dem ist das halt so, dass insbesondere jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel, das Schöne daran ist halt, man hat so ein Rohr halt hier, man kann das reinstecken und sehr viele Routenhalter beispielsweise aus Metall oder Edelstahl, die haben halt auch diese typische Form und das ist halt so generell beliebt bei den Anglern. Man kann die Route hier so reinstecken und dann gibt es hier eine Aussparung und in dieser Aussparung selber kann dann der Teil der Rolle hier reingehen, sodass sich das auch nicht mehr hin und her bewegt. Aber man kann die Route jetzt nicht so verschließen, wie das beim Rodholder 2 der Fall ist. Das heißt, dieser Mechanismus, der fehlt hier komplett. Das sind im Grunde die Unterschiede.
Aber wenn man sich jetzt wirklich jetzt nicht so intensiv mit diesen ganzen Sachen beschäftigen möchte, ist eigentlich der Rotolder 2 die sichere Wahl. Die wird auch wirklich am meisten gekauft und die beiden anderen Routenhalter sind im Grunde später erst dann erschienen.